losgeht, noch eine kleine Aktion für euch. Und zwar ein bisschen Werbung für mich diesmal. Wir haben jetzt morgen, ab Donnerstag, den 20.06. eine Aktion bei Peak am Laufen. Da sind 30% auf das gesamte Sortiment, also wirklich auf alle Artikel. Ist unsere Summer Sale Aktion, die geht aber wirklich nur am 20.06. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, ich mache euch hier in der Beschreibung noch über den Affiliate-Link rein. Mein Code gilt leider nicht auf rabattierte Ware. Ne? Das ist, wie gesagt, da zählen die 10% dann nicht mehr drauf. Aber durch den Affiliate-Link, wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich trotzdem die 10% davon quasi als Gutschrift. Und ja, ich blende euch jetzt nochmal ein. Des Weiteren bekommt der Gewinner, also der Gewinner von der Aktion, ist der, der am meisten bestellt hat, also den höchsten Warenwert hat, bekommt einen 250-Euro Gutschein vom Peak. Und ich setze noch einen oben drauf. Jeder, der, ich sag mal jetzt, einen Warenkorb oder einen Warenwert von über 200 Euro hat, der kriegt von mir noch einen individuellen Ernährungs- oder Trainingsplan erstellt. Ne? Das heißt, ich nehme mal Kontakt mit denjenigen auf, tauschen Daten aus und so weiter, die ich brauche. Ihr schickt mir von eurer Bestellung dann einen Screenshot, die wirklich auch getätigt ist, entweder per Instagram oder per E-Mail. Und dann, wie gesagt, bekommt ihr noch einen Ernährungsplan oder Trainingsplan oben drauf. Das gilt aber nur ab 200 Euro Bestellwert. Wie gesagt, die Links hier, den Affiliate-Link, haue ich euch mit in der Beschreibung rein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute machen wir mal ein Brusttraining. Diesmal habe ich einen guten Freund dabei, den Valantis Dokos, der hat eine Vorbereitung gesteckt. Wie viele Wochen hast du jetzt noch zum Wettkampf? Hallo erstmal, schön, dass ich heute in deinem Channel sein darf, wir sind zusammen trainieren. Freut mich sehr. Ich hatte vor zwei Wochen den Wettkampf in Dänemark. Genau, und durch den zweiten Platz belegt habe, dann ist er gegen Form, glaube ich. Und jetzt habe ich nur 6 Wochen, bis die Amateur Olympia in Portugal stattfinden wird. Genau, jetzt hat er nur 6 Wochen Zeit bis zum nächsten Wettkampf. Ja, wir ganz klassisch machen das beim Brusttraining. Keine allzu, sag ich mal, außergewöhnlichsten Sachen, weil wie gesagt, der Land ist eigentlich quasi noch in Wettkampfform. Es ist momentan ein bisschen schwerer natürlich, um ein bisschen die Fülle zu halten. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jetzt, wenn man das gesehen hat, machen wir Supersätze direkt. Fliegende mit Kurzhantel, Supersatz mit Kurzhantel, Schrägbank drücken. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, der Ganze steht wieder, ich sag mal jetzt 6 Wochen vor Wettkampf, ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber er ist einfach schon relativ niedrig Wasserhaushalt und Körperfettanteil und da ist die Verletzungsgefahr natürlich sehr hoch. Deswegen bauen wir jetzt viele Intensitätstechniken ein, ich mache das Ganze natürlich mit. Schadet mir auch nicht, wie gesagt, ich trainiere auch das öfteren mal so. In der Regel trainiere ich natürlich ein bisschen. Ja, einfacher, einfach so klassischer und schwer, ne? Aber wie gesagt, das Ganze kombiniere ich auch mal gerne und jetzt fangen wir direkt mit Supersätzen an in der ersten Minute.
Easy. Bravo. Da geht noch was. Ich bin nur mit dem Kopf. Schön. Also Leute, auf jeden Fall ist motiviert. Total, wenn man mit einem IFBB Pro trainiert. Ist ein geiles Gefühl. Und ich hoffe, dass es bald zur Familie mitgehört. Ja, bin ich von überzeugt. Ja, nicht mehr lange. Dann ist es soweit. Achte. Alleine, komm, neun, komm. Alleine. So. Sauber. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Zwei Schub noch mindestens. Eins. Zwei, komm hoch. Das Ganze schon natürlich ein bisschen anders. Also wenn man jetzt die Sätze einzeln absolviert und dann dazwischen die Pause macht, ist natürlich wesentlich intensiver und anstrengender natürlich. Ne? Wie auch bei Balance jetzt gesehen habt oder auch bei mir, wir gehen nie komplett durch. Viele, ihr seht bestimmt bei vielen Leuten, die ja komplett durchdrucken. Das macht man einfach aus dem Grund nicht, also da geht zumindest nicht, wenn man noch die Spannung in der Brust behält. Wenn ihr komplett durchdrückt, werdet ihr merken, habt ihr wieder mehr Druck auf die Trizeps mit. Ne? Und das ist so ein Grund, damit ihr in der Spannung bleiben könnt, nicht ganz oben durchdrücken. Auch beim Schrägbankdrücken oder Bankdrücken generell nicht. Ne? Aber wenn ihr mal dieses komplett durchdruckt, dann werdet ihr merken, habt ihr mal dann wirklich den Trizeps mit dabei. Oder noch mehr dabei. Dabei ist er eh schon als Hilfsmuskel. Ne? Das Schöne dabei ist, glaube ich, auch, dass man präventiv so trainieren kann, weil wenn man durchsteckt, dann kommt die ganze Belastung natürlich auf die Sehne. Richtig, das auch noch. Und dann kann es ja langfristig dann auch Probleme auf die Sehne gehen. Richtig, das auch noch. Ne?
zweite Übung, das ist ja der letzte Arbeitssatz. Wir machen auch immer viel nach Gefühl. Ne? Ich denke mal so 30 Arbeitssätze ungefähr pro Übung, kann man sagen. Aber das kommt immer aufs Gefühl an. Es ist keine festgelegte Satzanzahl jetzt bestimmt. Jetzt hier machen wir Reduktionssätze zum Schluss. Das heißt, wir haben jetzt den Schlitten eigentlich ganz voll, glaube ich, oder fast ganz voll. Und reduzieren dann immer Stück für Stück immer runter, bis halt nichts mehr geht. Ne? Wie ihr gesehen habt, glaube ich, jeder Athlet hat ja seine Art, wie er trainiert. Ja. Wir erleben, glaube ich, beide Wert, dass man den Muskeln dann spürt, ja, dass man halt nicht übertreiben kann, ja. So dass wir selber das Gewicht halt bewegen, nicht dass das Gewicht uns bewegt. Ja, genau. Entschuldigt für den dicken Bauch. Ich esse sehr viele Kohlenhydrate zurzeit. Wir haben jetzt über 2 Liter Wasser noch gefunden. Für Leute, die das kennen, die super schwergewicht sind, also die sollten es eigentlich kennen, für die anderen Leute, wie gesagt. Weil dann sagt es irgendwie 700 Gramm Kohlenhydrate, schon eine gute Menge mit denen. Vor allem die Umstellung. Er war jetzt gerade kurz vor dem Wettkampf, vor 2 Wochen im letzten Wettkampf, hatte extrem wenig Kohlenhydrate. Der Körper ist natürlich erstmal jetzt ein bisschen überfordert. Das hat aber nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun oder sonst was. Bevor es da wieder durch haben. So, jetzt haben wir hier die dritte Übung oder vierte Übung. Das ist unsere dritte Übung. Aber wieder in der Supersatz. Genau. Also im Prinzip ist das schon die fünfte oder sechste Übung, weil wir machen mehrere Übungen zusammen immer. Jetzt machen wir Butterfly, der wird ganz traditionell im Supersatz mit. Wie nennt man die Maschine? Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber. Werdet ihr gleich sehen. Wer den Namen kennt von der Maschine oder die genaue Bezeichnung, der kommentiert der einfach in den YouTube-Channel drunter. Passt auf, wenn er vorne geht, zieht er sich in seine Schultern nach hinten, so dass er nur von der Brust an bleibt. Genau, nur die Brust arbeitet. Und noch ein. Bleib hinten mit dem Kopf. Den ganzen hinten. Und langsam, langsam, langsam. Sehr schön. Wir wissen nicht über den genauen Namen, wie schon gesagt. Wer den genauen Namen weiß, kommentiert sie runter. Aber auf jeden Fall spürt man die richtig gut. Geht im Prinzip auch ein bisschen in den Schulter rein. Ne? Aber schon, ne? Ich finde, man kann sich auch gut auf die Brust konzentrieren. Ich glaube, man wie man sitzt. Ob man weiter vorne sitzt oder weiter hinten sitzt. Ne? Ich glaube, wenn man sich weiter hinten legt und so nach vorne, dann genau, die Brust spürt man halt. Genau, ja. Sehe ich genauso. So, wir fangen mal rein. Ja. Fünf, sechs, sieben,
8, 9, komm, 3 Stück mindestens. 1, 2, komm, da geht noch was. 3, easy. 4, komm, 15 voll machen, ja. Komm, drück schon gegen. Mach an. Loslassen. Jetzt. Komm, schön ausatmen, ausatmen, raus. Komm, weiter, 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 weiter. Weiter. Schön gegen. Oh, fuck. Na gut. Brust ist auf jeden Fall voll, wie man sieht. Also bei Harald sieht man es besser, wie gesagt, ist noch in Topform. Bei mir sieht man es nur so, so halb. Wir zählen nur Quatsch. Schon wie das ist ein Vieh. Also von der Nähe aus gesehen, auf den Bildern sowieso, aber von der Nähe aus ist das ein Vieh. Wie sagt es euch? Wenn meine Pause wieder losgeht, dann machen wir auf jeden Fall, ach, wenn meine Pause zu Ende ist, so, machen wir auf jeden Fall noch ein Video. Und dann ist der Balance auch noch Off-Season, das wird dann richtig lustig, denke ich. Das wird noch was Gutes geben. Wenn ihr, wenn ihr uns noch erkennen wird, ne? Ja. Vielleicht will der Adolf sich auch mit trainieren, ne? Ja. Adolf ist auch herzlich eingeladen. In diesem Sinne, schöne Grüße.
ihr seht, jetzt haben wir vielleicht 14 Minuten drauf für das ganze Brusttraining, wenn überhaupt. Aber ne, manchmal reicht es, wenn die Intensität stimmt, auch mit der kurzen Dauer alles komplett zu bearbeiten. Und die hat definitiv bestimmt die Intensität. Ich finde, es ist wichtig, auch wenn man so einen Trainingspartner hat, dass man ungefähr im gleichen Level ist, dass man sich gut in der Spitze hat. Das passt von der Chemie. Man muss halt so ein bisschen diesen Biss haben, das Durchhaltevermögen. Es gibt so Leute, die können nicht über ihre Schmerzgrenze rausgehen. Und das braucht man ja definitiv. Weil dann, wenn es erst schmerzt, fängt es eigentlich gerade erst an. Ne? Das ist das immer so, das gerade mit der Intensität. Und wir beide wissen ja genau, ich weiß genau, wie Kevin sich fühlt während des Satzes, er weiß genau, wie ich mich fühle während des Satzes. Und das ergänzt sich. Und das ist immer ganz schön, wenn man auch gleiche Ziele hat und gleiche, sag ich mal so, Träume, was Sport jetzt angeht. Also wenn ihr einen guten Trainingspartner habt und wo ihr beide zum Beispiel dann eine gute Linie führen kann, dann könnt ihr wirklich sehr gute Trainingsanheiten. Man motiviert sich einfach gegenseitig, das macht das Training einfach, ich will nicht einfacher sagen, aber man hat noch mehr Bock aufs Training einfach, ne? Das ist so definitiv, als wenn man jetzt alleine trainiert. Klar, wir trainieren sonst auch alleine, aber wie gesagt, das ist mal eine gute Abwechslung auf jeden Fall. Das ist so, wenn ich jetzt Kevin sehe, wie die ganzen Muskeln sich kontrahieren während des Trainings, das motiviert mich auf in dem Sinne. Also das macht nicht nur Spaß, das macht dann, oder es gibt dann nochmal einen zusätzlichen Schub, wenn du wieder dran bist. Richtig gut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's, wie gesagt, schon mit dem Training. Kurz und knackig nach dem Prinzip. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Kommentare unten, wenn ihr noch was sehen wollt von uns oder in Zukunft mehr sehen wollt. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.